Der häufigste Widerspruch zu meinen Videos rund um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Bundesnotbremse kam zu einem ganz kleinen Nebensatz von mir, zu meiner Aussage, dass durch diese aus meiner Sicht fehlerhafte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, durch die aus meiner Sicht auch sehr unkluge Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, der Rechtsstaat aber nicht in Frage gestellt wurde. Beispiel für diese Kritik an meiner Aussage, die Mail einer Zuschauerin zu ihrem Satz, wir haben einen Rechtsstaat, schicke ich Ihnen ein Interview, und das ist so ein Interview mit von Heribert Prantl aus der, glaube ich, Berliner Zeitung. Und da sagt er ein paar Sachen, die ich euch hier zitieren will. Hat der einzelne Bürger noch einen Rechtsschutz? Da sagt er, der Rechtsschutz ist und bleibt garantiert, aber der Ruf des Bundesverfassungsgerichts als oberster Garant dieses Rechtsschutzes ist lädiert. Und er sagt auch dann an anderer Stelle weiter, wenn die sich selbstvollziehenden Gesetze à la Bundesnotbremse zur Selbstverständlichkeit werden, dann haben wir damit ein Problem, denn dann wird die Rechtsschutzgarantie zu einer bloß Papier, auf dem Papier bestehenden Garantie, sagt er sinngemäß. Und er stellt sich dann oder fragt sich selbst quasi, ob es dann überhaupt noch sinnvoll ist, gegen Corona-Maßnahmen zu klagen, und sagt dann, man darf nicht aufgeben. Karlsruhe hat sich schon des Öfteren selbst korrigiert, also er meint das Bundesverfassungsgericht, aber solange das nicht geschieht, sind die Möglichkeiten der Verwaltungsgerichte in Corona-Angelegenheiten grundrechtssensibel zu entscheiden, sehr eingeschränkt worden. Wie ihr wisst, habe ich im Wesentlichen genau diese Kritikpunkte, dass dieser Automatismus, der nicht nur wegen der eingeschränkten Rechtsschutzmöglichkeiten problematisch ist, sondern auch, weil die Politik ihren Beurteilungsspielraum, auf den sich ja diese Entscheidung ausdrücklich auch immer stützt, die Politik hat einen Beurteilungsspielraum, weil sie den aber nicht ausübt, sondern durch so einen Automatismus quasi sich selbst ausüben lässt, was verhindert, dass sie bei diesen extremen Grundrechtseingriffen das macht, was sie machen müsste. Sie müsste sie halt ständig in Frage stellen, ja? Sich selbst, ihre eigenen Maßnahmen. Kann man jetzt also noch sagen, das Ganze ist ein Rechtsstaat? Dazu musst du dir ein paar andere Fragen stellen. Gibt es denn unfehlbare Systeme? Gibt es ein System, wo keine Fehler passieren, wo immer alles richtig läuft? Wenn in einem System Fehler passieren, stellt es das gesamte System in Frage? Also wenn wir sagen, wir haben eine Entscheidung eines Bundesverfassungsgerichts, dann ist das zum einen natürlich ein Problem, weil das ist unser höchstes deutsches Gericht, was für die Einhaltung genau der Verfassung sorgt, die uns unsere Grundrechte, wozu auch die Freiheitsgrundrechte gehören, garantiert. Und nun ist die Frage, wenn dieses Gericht ein falsches oder zumindest kritikwürdiges Urteil fällt, ist damit das System in Frage gestellt, ist damit unser Grundgesetz in Frage gestellt, ist damit die Rechtsstaatsgarantie, die ja nicht uns vom Bundesverfassungsgericht gegeben wird, sondern vom Grundgesetz, von unserer Verfassung, ist die damit in Frage gestellt? Und da muss ich ganz klar sagen, das ist es nicht. Es ist ein Rechtsstaat, auch wenn Gerichte, auch wenn das höchste Gericht hier eine sehr, sehr ungünstige Entscheidung getroffen hat. Ich halte es sogar für extrem gefährlich, jetzt hier öffentlich den Rechtsstaat zu Grabe zu tragen, denn das ist eigentlich das Beste, was wir haben. Und der ist extrem wichtig. Und ja, wie Prantl schreibt, das Bundesverfassungsgericht hat sich auch in der Vergangenheit selbst korrigiert. Aber du musst bitte auch berücksichtigen, dass das
Das ist ja genau das, was ich immer den krassen Vertreter auf der einen wie auf der anderen Seite vorwerfe, dass wir trotzdem eine extrem angespannte Situation haben. Und dass auch unsere Politik und auch unsere Richter und auch die Bundesverfassungsrichter hier unter extremen Druck stehen. Und unter Druck macht man nicht immer die richtigen, trifft man nicht immer die richtigen Entscheidungen. Allerdings problematisch ist das Urteil trotzdem. Und wie gesagt, ich werde da mit meiner Kritik auch nicht hinterm Berg halten. Das Urteil ist problematisch. Das Urteil ist aber nicht das Ende des Rechtsstaats. Und ich weiß gar nicht mehr genau wo, ich habe eine ganz gute Deutung, so der ich mich auch anschließen würde, gelesen vor ein paar Tagen. Man muss das Urteil als ein Urteil in einer extremen Gefahrensituation sehen, aus Sicht des Gerichts, ja, und einer nicht nie dagewesenen Gefahrensituation. Und in dem Urteil gibt es diesen Ansatz. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat sich selbst quasi den Fuß in der Tür gehalten bei künftigen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, wenn die Regierung also so etwas macht, ohne dass die Voraussetzungen vorliegen, ohne dass die Gefahrenlage vorliegt, dann sagen zu können, ja, Moment, auf diese Entscheidung könnt ihr euch überhaupt nicht berufen, liebe Politik, denn das war eine besondere Ausnahmesituation. Das große Problem ist nur, dass zum Zeitpunkt der Bundesnotbremse im Frühjahr diese Voraussetzungen, also diese extreme Gefahrenlage, schlichtweg nicht vorlag. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht eine Fuß in die Tür gestellt und hat sie dann, wenn man so will, aber mit aller Gewalt zugeknallt, sodass der Fuß verletzt ist. Das ist ein Problem, aber es ist kein Problem, was nicht lösbar wäre, erstens. Und es ist zweitens kein Problem, was unseren Rechtsstaat grundsätzlich in Frage stellt.